Die erste Talkshow der Woche freut mich, dass Sie heute dabei sind. Bei mir der amtsälteste Talkmaster vom Schweizer Fernsehen, der Kurt Eschbacher. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Cool. Danke für die Einladung, Roger. Danke. Also, wenn wir eben ein Krimi wären, würde man sagen, du bist der Good Cop, der Nette, ich bin der Bad Cop. Und ich übernehme die Rolle natürlich heute. Und darum werde ich die eine oder andere kritische Frage stellen. Kurt, wer bist du? Ich bin, glaube ich, grundsätzlich ein neugieriger Mensch und habe das Glück, dass ich aus dieser Neugier ein Geschäft machen konnte. Das heisst, ich lebe seit langem eigentlich von dieser Tatsache, dass mich Menschen interessieren. Daneben bin ich wahrscheinlich wie du ein Unterhaltungsfuzzi, nämlich einer, der probiert, Informationen so darzustellen, dass sie nicht langweilig sind und man nicht zulässt. Okay, das klingt nicht schlecht. Ich habe aber eine andere Definition da auf Lager. Die kommt von dir. Anlässlich von einer Preisverleihung hast du gesagt, ich bin ja ein Fernsehfossil in der Zwischenzeit nach 25 Jahren bei diesem Medium. Eine Bestätigung, dass der Weg, den wir jetzt eigentlich immer sehr konsequent gegangen sind, offensichtlich stimmt und dass die Jury mir die Ehre gibt und den Preis überreicht. Okay, vor fast 8 Jahren bist du ein Fossil gewesen. Was ist mir denn 8 Jahre später? Ein Altfossil. Ein Altfossil. Aber ist das Koketterie oder ist das Unsicherheit? Unsicherheit zweifellos nicht, aber es ist natürlich ein relativ spezielle Tatsache, wenn man seit 33 Jahren beim gleichen Arbeitgeber arbeitet und immer wieder mit neuen Sendungen oder mit der gleichen am Bildschirm erscheint. Okay, aber trotzdem, du hast offenbar schon relativ früh ein Problem mit dem Alter, wenn man das anhört. Inwiefern? Eben, wenn du sagst, ich bin ein Fossil. Hören wir es doch noch an, noch eine andere Definition von dir. Erstens mal, das SRG muss überlegen, ob sie mit mir noch weiter zusammenarbeiten oder ob ich besser entsorgt werde. Aber auch ich mir muss überlegen, habe ich überhaupt noch den Blaustrennen oder ist es gescheiter, dass man das Ganze nicht an den Nagel hängt? Also entsorgt werden und so, von dir redest du? Eine gewisse Selbstironie, finde ich, gehört zu unserem Beruf, da wir ja so grundsätzliche Selbstdarsteller sind. Aber mir denkt sowieso, die Altersfrage interessiert primär die anderen und nicht dem selber. Aber also, du stellst Gefühl, sie jetzt offensichtlich auch. Nein, wenn ich das höre, oder? Ich würde so nie auf das eingehen und sagen, entsorgt werden etc. Und das wundert mich, weil du machst eine hervorragende Einschaltquote, die Sendung ist beliebt. Wieso stellst du dich dann immer wieder in Frage und sagst, ich weiss nicht, ob ich noch Lust habe, ob sie Lust haben auf mich und so? Ich glaube, ein wichtiger Motor in meinem Leben war, nicht immer zu viel Selbstsicherheit zu haben. Das heisst, sich selber in Frage zu stellen, aber ist für mich auch. Attitüde oder echt? Echt. Mich selber in Frage zu stellen, ist auch für mich ein Antrieb. Mhm. Also es ist wie bei einem Sportler, der sagt, ja, aber Kopf, kann ich die höhere Hürde nicht auch noch nehmen? Also kann ich nicht mit noch ein bisschen mehr Anstrengung etwas überwinden, wo vielleicht ein Widerstand ist? Und das hat mich eigentlich ein Leben lang angetrieben und auch immer wieder Neues zu entdecken. Höhere Hürde sind sie ja nicht. Aber schauen wir doch mal, wie es angefangen hat. Du hast ja angefangen, nicht als einer, der Fragen stellt, sondern Fragen beantwortet. Ich glaube, das ist dein allererstes Fernsehinterview. Das ist in dem Sinne Mustermäßig. Grosser. Im Zusammenhang mit der Thematik. Das ist bei der Grünen 80, wo du Pressesprecher warst. Und da sieht man, wie du da wirklich dich auch elegant bewegst. Und so. Ja, das waren noch Zeiten. Also, ich muss selber lachen, wenn man so Zeug sieht. Mhm. Das war eigentlich der Anfang von meiner Fernsehkarriere. Eben, hast du gemerkt. Die Jungfrau zum Kind bin ich gekommen, weil offensichtlich das Karussell so den Blausch hatte. Meine Erläuterungen oder was es auch immer war, dass sie mir nachher angeboten haben, zu ihnen zu arbeiten. Genau. Karussell war ein erfolgreiches Vormagazin, wo aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen abgeschafft wurde. Dort hast du deine Karriere angefangen. Schauen wir dort auch noch rein. Das war also ein Signal, mögen sich viele noch erinnern. Die Blättchen. Im nächsten Beitrag geht es um eine attraktive junge Dame. Prominente Gaster Konradin Wecker. Wacker, Entschuldigung. Und zwar der Konradin Wacker, der seit. Ist es jetzt Wecker oder Wacker? Jetzt muss ich effektiv schauen. Wunderschön, Wecker, oder? Auf so alte Fehler zurückzuschauen. Im Fernsehen bei der Live-Sendung. Eben, aber du hast dich relativ gut da aus der Situation rausgebracht. Ist jetzt eigentlich ein bisschen Angst, dass je älter du wirst, solche Situationen mehr passieren? Das nicht, aber sie sind natürlich immer unangenehm. Man tut sich nicht gerne bloßstellen und die Hosen runterklagen vor dem ganzen Publikum. Weil du den prominenten Gast hast du offenbar gar nicht kennt. Mal, Hanni, aber nein. Ich habe plötzlich verzweifeln, ob der jetzt ein E oder ein A hat. Ich komme jetzt, von einem solchen Leuten weiss man das. Ist das noch nie passiert? Ja, nein, also in dem Sinn nicht. Also hin und her und so. Aber vielleicht warst du einfach nervös gewesen. Das bin ich. Und das bin ich heute noch.
Das ist eigentlich noch ein Phänomen, dass auch 30 Jahre später ich immer eigentlich Angst habe vor dem Versagen. Und zwar nicht wegen mir selber, über dem habe ich gelernt zu stehen, sondern vielmehr, weil so viele Leute auch mitschaffen an einer Sendung, weil man Gäste hat, die sich freuen darauf und ihnen das nicht zu erfüllen, die Erwartungen, die sie haben. Das ist etwas, was mich eigentlich mein ganzes Leben lang immer bewegt. Genau. Und jede Fernsehsendung ist eine Premiere, wie die auch. Man kann es nicht proben. Und jetzt haben wir hier eine Definition, wie du den Moderator definierst. Die Rolle eines Moderators ist nicht die, sich laufend zu offenbaren. Er ist nicht der Mittelpunkt der Sendung oder die Moderatorin, sondern ich meine, es sind Gäste und da braucht es eine gewisse Zurückhaltung und eine Bereitschaft, auch auf das einzugehen, was man einem erzählt. Also insofern meine ich, Fernsehen machen heisst nicht, sich selber inszenieren, obwohl ich das eine Weile gemacht habe. Aber was heisst das? Nicht im Mittelpunkt stellen. Wie heisst deine Sendung? Aschbacher. Es ist jetzt aber, das nicht das, weißt, das unterscheidet uns gegenseitig. Ja. Also ich sehe mich wirklich nicht als in dem Sinn Mittelpunkt, sondern höchstens als der Mensch, der dazu da ist, eine Bühne zur Verfügung zu stellen, dass sich andere so drauf willst du dich präsentieren? Ich möchte es nicht, sondern ich hoffe, ich tue es. Ja, nein, man hat ja schon das Gefühl, Kurt Aschbacher ist dort und präsentiert ein Menschenbild und ein Moderationsbild, das ganz klar definiert ist von ihm selber. Nein, definiert von der Haltung. Ja, nämlich der Haltung von der Empathie und der Haltung von der Neugier. Dass es primär spannend ist, zu hören, was jemand anderes erzählt und nicht das, was man selber meint. Weil du hast ja mal gesagt, Definition, ich mache heiß und die Gäste ziehen sich von selbst aus. Ist ein bisschen noch speziell formuliert. Aber das heisst also, du machst ein bisschen etwas, aber eigentlich willst du gar nicht richtig hinter die Schokoladenseite schauen, die die Leute präsentieren wollen, und hoffst, dass die dann auch noch etwas anderes zeigen. Das ist jetzt eine Interpretation von dir. Absolut. Also, ich glaube, was ich probiere, ist eine gute Stimmung zu machen. Und zwar aus der Überzeugung, dass jemand, der sich wohlfühlt, sich auch viel grundsätzlicher offenbart. Meinst du? Ja. Hingegen, wenn du wie eine, Relation. Ja, ja, aber wenn du wie ein Blizzard über die Leute hinwegfährst und sie durch mit dem Rücken gegen die Wand stehen, dann werden sie primär den Mantel zuziehen. Ich glaube, ja, da bin ich fast sicher. Aber liegt das nicht ein bisschen an dir, Nein, dass du everybody's darling immer wieder sein willst und willst von allen geliebt werden? Überhaupt nicht. Und ich nicht. Ich kann es aushalten, wenn man mich blöd findet. Mir findet man auch blöd zum Teil, aber das ist ja nicht das Ziel, sich blöd oder anders zu finden von Dritten. Sondern das Ziel ist, eine Aufgabe können zu erfüllen. Und ich sehe meine Aufgabe darin, dass wenn sich jemand bei mir wohlfühlt, dass man mehr von ihm erfährt, was ich letztendlich als Ziel von einem Gespräch anschaue, als wenn man es dauernd festnagelt. Und ich glaube, das ist einfach eine unterschiedliche Vorgehensweise. Man kann mit beiden zum Ziel kommen. Genau, die Frage ist einfach, kannst du nicht anders? Eben, vielleicht mal auch schauen, wo ist die dunkle Seite, oder willst du nicht anders? Ich glaube, ich will nicht anders. Das ist eine willentliche Entscheidung. Eben, weil du willst eigentlich, das hast du auch schon ein paar Mal gesagt, du willst gerne geliebt werden. Nein, das ist nicht das Ziel. Das kannst du wieder dreimal unterschieben, sondern das Ziel ist, etwas zu erfahren. Okay, früher hast du nämlich einen ganz anderen Ansatz gehabt. Schauen wir doch zurück, Sendungen wie Grel Pastel und Casa Nostra, Kurt Aschbacher. Nie im Vordergrund, überhaupt nicht, völlig im Hintergrund, nicht selber zum Thema gemacht. Oder da. Das war die Zeit, wo man noch das Gefühl hatte, man muss Tabu brechen, oder? Ja, es ist 30 Jahre her fast. Und dort ist es eigentlich darum gegangen, und das wollte ich damit erreichen, mit einer Unterhaltungssendung nicht nur einfach irgendwelche Schlagerständchen aneinander zu drehen, sondern Inhalt zu vermitteln und die Leute zu zwingen, über gewisse Tabus nachzudenken und die auch inhaltlich darzustellen, das heisst mit den Mitteln vom Fernsehen. Und da gehört halt das Bild dazu, die Inszenierung, die Überraschung und das Unerwartete. Genau. Und das war meine Überzeugung. Das war damals so ein Fernsehstil, der Dietmar Schönherr mit «Wünsch dir was» hat das, glaube ich, als Ersten eingeführt. Und du hast das gemacht. Wann hast du herausgefunden, dass man mit dem weiterkommt? Ja, das war eigentlich vor 14 Jahren, als ich mir auch die Frage gestellt habe, dass eigentlich jede Lebensphase auch eine andere Haltung gegenüber seiner Arbeit bedingt. Und habe gefunden, dass die Selbstinszenierung irgendwann mal zur Farce wird. Also wenn man, ich glaube einfach, man funktioniert mit 50 anders, als man mit 30 hat. Und dort ist für mich nachher wichtig geworden, eigentlich auf alles zu verzichten, was ablenkt von dem, was jemand zu erzählen hat. Und darum
jetzt wie wir, ein Gespräch. Ganz einfach. Ein Tête-à-Tête, ein Vis-à-vis und ein Erfahren, was der andere zu erzählen hat. Genau, dort will man ein bisschen Hintergründe rausbringen. Und zum Beispiel frage ich mich, du bist ja erst der UNICEF-Botschafter geworden von der Schweiz, da sieht man dich immer, die Kamera ist dann dabei. Und da frage ich mich jetzt die Kinder und so, was haben jetzt die da davon, wenn der Kurt Aschbacher kommt? Ist das einfach nur Werbung jetzt für UNICEF oder Werbung für dich? Und wäre es dann nicht viel einfach ehrlicher, sage ich, gehe jetzt ein halbes Jahr dort arbeiten? Also das ist der einzige Beitrag, den du gefunden hast im Zusammenhang mit der UNICEF-Arbeit, die jetzt fast 10 Jahre alt ist. Und das war einer für Schweizer Fernsehen. Und sonst bin ich jedes Jahr mehrmals unterwegs. Ich arbeite, wenn ich zusammengerechnet, alles etwa einen Monat für die UNICEF. Mhm. Ohne Entschädigung. Aber was haben die in davon? Meiner Freizeit. Ich glaube, das Engagement für eine gesellschaftliche Aufgabe liegt nicht darin, primär sich zu fragen, was andere oder was man selber davon hat, sondern ich meine, es hat mit einer Überzeugung zu tun, was man aufgrund jetzt auch von den eigenen Privilegien möchte leisten für eine Gesellschaft. Aber was leistest du? Ich versuche, über Projekte zu informieren, ich versuche, Geld zusammenzutrommeln, ich versuche, auch ein Bewusstsein zu schaffen in den Kreisen, wo ich das kann, für Fragen von Kindern in unterprivilegierten Situationen. Und ich versuche auch, mich persönlich dem auszusetzen, indem ich eine Weile lang an einem Ort bleibe und auch dort mithilfe, die Projekte verfolgen. Aber selber aktiv ist nicht. Das heisst, du kommst kein Geld über, aber die Reise zahlst du nicht selber. Nein, die zahlst du nicht selber, aber alles andere zahlst du. Aber du bist ja auch noch sonst aktiv worden im Wirtschaftsleben, bist in mehreren Verwaltungsräten oder immer noch, bis zu einer Spielbank, wo du da warst. Hast auch Beiräterollen übernommen etc. Und auch als Unternehmer bestätigt. Du hast, glaube ich, 14 Jahre lang eine Boutique und noch ein Restaurant. Beides hat keine Nachhaltigkeit gehabt. Aber was hat es dir gefehlt? Es unterscheidet uns ja, dass wir beide unternehmerisch tätig sind. Du hast ein Geld verdienen damit. Mich hat immer die Aufgabe interessiert. Mhm. Die mangelnde Nachhaltigkeit, die ist nur bei den Beiz, die nicht funktioniert. Und bei der Boutique? Die hat wunderbar funktioniert. Boutique bis man sie zugemacht hat? Wer? Ich habe mich entschlossen, nicht mehr jede Woche nach Basel zu reisen. Ja. Aber ich habe dort wunderbare Geschäfte gemacht und vielen Leuten Freude und mir am meisten. Ich habe mir eigentlich immer gesagt, dass, sagen wir es mal, so eine gewisse Abhängigkeitstendenz vom Fernsehmachen besteht. Also, das Suchtpotenzial kennst du ja fast noch besser als ich. Und dass man sich immer auch muss auf zwei oder drei Beinen bewegen muss. Das ist ja nämlich, um einfach können zu sagen, ja, jetzt stimmt es glaub nicht mehr und jetzt mache ich etwas anderes. Und darum wollte ich auch immer ein unternehmerisch tätig sein. Zum einen, weil ich auch Wirtschaft studiert habe, zum anderen aber auch, weil das so ein gutes Gefühl gibt, kann ich jederzeit aufzuhören. Ist das so? Ich glaube, du bist eigentlich der cleverste von allen Moderatoren am Schweizer Fernsehen. Ah ja? Ja, du hast können dein Lokal am Schweizer Fernsehen vermieten für deine Sendung. Du hast also nicht nur das Honorar als Moderator, sondern hast noch eine zweite Einnahmequelle gehabt. Und das muss ich sagen, grossartige Leistung. Hat außer dir niemand geschafft. Ja, ich habe natürlich auch ein bisschen investiert. Ja, ich habe ein ziemlich abgefucktes Studio übernommen. Das heißt, früher war es mehr oder weniger eine Versuchsanstalt, ein Versuchslabor. Ich habe das mal auf volles Risiko umgebaut. Ich wusste, kommt das Fernsehen oder nicht. Aber haben mir gesagt, ja, das ist ein wichtiger Schritt. Und ich möchte gerne außerhalb des Hauses können, dort, wo die Leute sind, wo man auch etwas vom Leben spürt, Fernsehen machen. Und wir sind ja in direkter Nachbarschaft zu deinem früheren Tätigkeit. Und da hast du können also ein bisschen Umsatz schaffen für deinen eigenen Laden mit deinen eigenen Sachen. Finde ich gut, muss ich also sagen. Du hast ja ein langes Thema. Verdienen müssen wir ja alle, oder? Genau. Wer sagt mir das? Was? Wer sagt mir das? Was sagt was? Eben, verdienen müssen wir ja alle. Ja, logisch, klar. Logisch. Das ist ja voller Bewunderung, habe ich das gesagt. Du hast das Thema Homosexualität ganz lange draussen gehalten. Ich weiss, du hast das irgendwie im Hintergrund gehabt. Hat mich ein bisschen erstaunt. Und dann kurz, glaube ich, vor deinem 50. Geburtstag hat es einen Punkt gegeben, wo du gesagt hast, so, jetzt wollte ich mir Geld. Ich war selber dabei, Zürcher Bahnhofstrasse, Planet Hollywood, wo der Kurt mit seinem Freund, André in Schweizer, über den roten Teppich läuft und genau gewusst hat, was am nächsten Tag passiert. Nämlich Folgendes. Espi über seine Liebe zu einem Mann. Was ist dort der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt stehe ich offen dazu? Also, ich muss dich vielleicht korrigieren. Ich habe nie
zwei Leben geführt. Ich habe nie ein Leben versteckt. Also ich bin seit 19 bin geoutet, und zwar bei all meinen Freunden und bei der Familie und auch bei meinen Arbeitgebern immer gewesen. Was ich aber zu selber Zeit vermeiden wollte, ist reduziert werden auf sexuelles Verhalten. Reduziert werden auf etwas, das das Menschsein als Ganzes nicht ausmacht. Und darum habe ich gefunden, möchte ich nicht jetzt primär als schwule Fernsehen machen, sondern als Kurt Aschbacher das machen, was ich kann oder was ich hoffentlich kann. Und aber nicht... was hat dich denn dazu gebracht, deine Meinung zu ändern und zu sagen, so, jetzt stehe ich dazu? Ist es die Veränderung beim Kurt Aschbacher oder sind es Veränderungen in unserer Gesellschaft? Ich glaube, die Gesellschaft war auch bereit, mit solchen Sachen besser umzugehen. Mhm. Und jetzt nicht irgendwelche, wie das jetzt bei Schütteln noch der Fall ist, komische Haltungen gegenüber der Sexualität eines einzelnen Menschen zu definieren. Und ich habe das Gefühl, dort war auch ein Zeitpunkt, in dem viele Leute froh waren, dass es auch klar auf dem Tisch ist, gelegen ist. Nicht nur ich. Aber du vor allem. Weil ich habe mich ja gewundert, du bist lange nicht in meine Sendung, ich habe dich einmal eingeladen. Du hast immer das Gefühl, ich würde dich outen, was ich nie gemacht hätte. Hätte ich bei niemandem gemacht, weil das ist Privatsache. Ich habe das Gefühl, du hast lange einfach nicht können, diesen Schritt machen. Und irgendwann ist es dann gut gewesen. Nein, es hast du die Leute eigentlich unterschätzt, dass du das Gefühl hast, es könnte negative Reaktionen auslösen? Vielleicht haben sie ihn unterschätzt, vielleicht aber auch nicht. Aber ich habe, und das muss ich schon ganz klar sagen, ich habe nicht wollen, das zum Hauptthema machen in der Beurteilung von mir. Aber wenn man es einmal gesagt hat, ist es ja gelaufen. Ja, aber oder? Ich war immer absolut konsequent in meinem Leben. Ja, klar. Aber eben, wenn man in der Öffentlichkeit ist, dann mich füttert man auch mit meiner Frau, wenn ich über den Rotteppich gehe. Und ja, gut, aber du hast auch nicht gerne, wenn man von drei Hochzeiten redet, die du gehabt hast. Oder so. Also, sind noch schön gewesen. Ja, eben, genau. es sind in dem Sinn ja immer private Sachen, die ich finde, lenken ab von dem, was man jetzt beruflich gerne möchte. Aber das ist doch einfach ein bisschen verlogen, weil du fragst die Leute ihr Privatleben. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn deine Gäste kommen, du redest doch auch mit denen über das. Redest doch nicht nur über ihren Aber ich respektiere Grenzen, die sie setzen. Und von dem her ist es... Haben alle deine Grenzen respektiert? Ja, bis zu dem Punkt, oder? Das muss man ja sagen. Mein Vorwurf war ja, dass ich es erst mit sogenannten 50, aber ich war ein bisschen jünger, gemacht habe. Ja, 49. Also, du hast dich dann angefangen, auch ein bisschen einbringen in die ganze Sache. Hast dich, nachdem du geoutet warst, bist du in die Schule gegangen. Hast dich zum Beispiel für das Partnerschaftsgesetz eingesetzt, oder? Bist du dann auch Reden halten und so. Wie weit bist du dort engagiert? Gehst du zum Beispiel an Christopher Street Day? Oder ist es nur, wenn es gesetzlich etwas ist, wo du dich dort engagierst, mit deiner Stimme als Prominente? Also, ich bin ja nicht von Beruf schwul. Sondern ich finde, das ist einfach eine wichtige gesellschaftliche Frage. Ja. Also insofern, wenn es nötig ist, mit einer klaren Meinungsäußerung zu diesem Thema etwas zu sagen, sage ich es. Aber nicht jetzt als Hauptbeschäftigung ja oder als etwas, wo jetzt ich finde, muss man dauernd auf der Fahne tragen und im Vordergrund. Aber du bist ja gar schon in Schule und willst ja eben um Verständnis bitten oder dort das zu erklären. Also du hast auch ein Engagement, wahrscheinlich sogar auch eine Verantwortung als Prominente. Das meine ich auch und ich glaube, man muss einfach lernen in der heutigen Zeit, und ich glaube auch, dass das die Gesellschaft gemacht hat, dass das Menschsein primär im Vordergrund steht und nicht irgendwelche anderen Sachen, ob einem jetzt einmal oder eine Frau interessiert oder eine andere spezielle sexuelle Aber eben, die Rolle der Homosexuellen hat sich verändert, sowohl weibliche wie männliche. Man kann heiraten, das hast du, glaube ich, nicht gemacht. Nein. Nicht. Man kann Kinder adoptieren zum Teil. Ich glaube, in der Schweiz ist es noch nicht ganz so weit, oder ist schon so? Nein, es ist noch nicht so weit. Könntest du dir vorstellen, das Kind, oder jetzt vielleicht jetzt nicht mehr ganz in dem vorgeschrittenen Alter mit 65. Wobei der Elton John ist auch nicht viel jünger gewesen, als er es gemacht hat, oder? Denken wir einfach zwei Haltungen. Die eine ist, dass das alles möglich sein muss. Ja. Und dass die Gesellschaft eine Verpflichtung hat, mindestens in unseren entwickelten, industrialisierten Ländern, die Voraussetzungen zu schaffen, dass Menschen unabhängig jetzt von ihrem Hintergrund zusammenleben und auch Kinder haben können. Aber ich persönlich entscheide mich anders. Aber das tut nichts zur Sache. Es ist nie ein Thema. Das Grundprinzip der Menschenrechte, das ich eigentlich damit verfolge. Nein, es ist nie ein Thema. Gut, du bist ja sehr oft auch mit deinem Privatleben in die Öffentlichkeit gegangen. Hat man alles immer können lesen. Es geht ja sehr weit. Ja, bis zu Facebook, wo du Bilder bringst und sagst, ich gehe jetzt pfusen. Und dann sieht man dich pfusen. Und jetzt bist du seit 10 Jahren nicht mehr in einer festen Partnerschaft rein. Jetzt frage ich mich, du bist so nett, so ein Einfühlsamer und so. Bist du eventuell nicht
nicht unbedingt wahnsinnig bindungsfähig. Nein, das hat nichts jetzt mit dem zu tun. Du weißt ja gar nicht, ob ich Partnerschaft habe oder nicht. Nein, also du hast ja offiziell gesagt, ich habe ein Interview gelesen, ich bin Single. Mhm. Ja, also ich stütze mich nur auf dich. Du kannst jetzt sagen, es sei völlig falsch, schlecht recherchiert, hat sich alles geändert, etc. Möchtest du jetzt darüber diskutieren? Nein, ja, einfach kurz. Einfach, weil eben, du bist, jeder kann ja bestimmen, wie weit er öffentlich sein will. Genau. Du hast das aber relativ weit rausgesetzt. Also jetzt bestimme ich, dass wir darüber nicht reden. Gut, okay. Also, reden wir über den Fall Hitzlsperger. Vor einer Woche ist bekannt worden, dass ein ehemaliger deutscher Nationalspieler, 52 Mal in der Nationalmannschaft, der seine Karriere beendet hat, dass er sagt, ich bin schwul, und er hat es wie folgt begründet. Es war für mich ein langwieriger Prozess, das herauszufinden. Zu Beginn meiner Laufbahn war ich mit einer Frau in einer Beziehung, ganze 8 Jahre. Und erst danach, als ich allein gelebt habe, dämmerte mir, ich habe Gefühle für Männer. Ich möchte auch mit einem Mann zusammenleben. Aber das hat eben sehr lange gedauert. Und deswegen war das für mich nie ein Thema, mich in der aktiven Zeit als Fußballprofi dazu zu bekennen oder überhaupt darüber Auskunft zu geben. Wie kommt das bei dir an? Traurig, dass man so lange hat ein Doppelleben müssen führen. Traurig auch, dass man offensichtlich im beliebtesten Sport weder dem Publikum noch den Funktionären noch seinen Teamkameraden kann zumuten kann, dass man ein geradliniges Leben auch bezüglich der Sexualität kann haben. Mhm. Und ich hoffe, dass die Zeit jetzt wirklich reif ist. Dass Aber hat sie erst mal nachdem zurücktreten? Ja, eben. Und ich hoffe, dass die Zeit jetzt reif ist, dass man auch als aktiver Sportler kann sagen, ich bringe meine Leistung, ich bin nicht irgendein Warmduscher, der keinen Goal schiessen kann. Aber im Bett stand ich auf etwas anderes als vielleicht die Mehrheit der anderen. Eben Oliver Kahn, der ehemalige deutsche Nationalgoalie, hat gesagt, er würde es niemandem anraten. Also die homophoben Tendenzen im Fußball sind offenbar noch stark. Hast du das Gefühl, dass sich das überhaupt ändern kann? In anderen Bereichen der Gesellschaft ist es ja passiert. Ja, aber wenn man jetzt schaut, wie die Olympiade sich da anbahnt und dass dort ähnliche Tendenzen herrschen. Also in Russland herrschen Tendenzen. Genau. Also in Russland ist es kriminell, wenn man das macht, wie die meisten arabischen Länder und so. Und trotzdem gehen unsere Sportler an und sagen, ja, wir machen nur Sport, wir wollen nichts mit Politik am Hut haben. Es hat nichts miteinander zu tun. Was sagst du da dazu? Ich finde es schwierig. Wobei, ich verstehe Sportler, die natürlich an der Olympiade gewinnen wollen, mitmachen. Für ihn ist das die primäre Motivation. Wenn es aber so einen gesellschaftlichen Überbau hat, der wirklich grundsätzlich gegen die Menschenrechte verstößt, dann meine ich, müssen auch Politiker reagieren und ihren Druck aufrechterhalten, wenn sie es wirklich ernst meinen. Das heisst, jetzt mit einer Gleichbehandlung. Ja, aber zum Beispiel Nuri Maurer soll nicht nach Sochi gehen. Ich finde, es wäre ja ein Statement, wenn er sich da klar äussern würde. Ja. Ja, was heisst äussern? Soll er gehen oder soll er nicht gehen? Ob er soll gehen oder nicht, ist seine Entscheidung. Dich. Aber ich finde, er muss mindestens klar sagen, dass auch gegenüber anderen Politikern dass er die Haltung nicht akzeptiert. Es ist eben noch konsequenter wäre es nicht zu gehen. Ein anderer Bereich ist ja jetzt auch irgendwie aufgetan worden. Der neue Papst hat von einer schwulen Gang geredet im Vatikan. Also ziemlich harte Worte und so. Wie ist das bei dir angekommen? Ich glaube, etwas vom Verlogenigsten ist die katholische Kirche mindestens bis anhin gewesen. Und dass dort so Sachen passiert sind, das erschüttert mich zutiefst, dass es nachher letztendlich auch auf eine sexuelle Haltung reduziert wird, finde ich falsch. Es ist eben, weil man eine gewisse Lebensweise verlangt hat von Menschen, die in der Kirche aktiv sind, also Priester, nämlich das Zölibat, dass solche Auswüchse hatte und eben eine spezifische Art von Leuten angezogen hat, die sich in dieser Umgebung wohlgefühlt haben. Da muss man daran überlegen, ob man, dass man das Zölibat öffnet. Erstens, dass das Zölibat fällt, zweitens, dass auch Frauen in der katholischen Kirche endlich eine halbwegs anständige Rolle können übernehmen und nicht nur die Kirche putzen und als Sakristanen arbeiten. Also genau solche Sachen meine ich, müssen grundsätzlich ändern. Und da braucht es klare Bekenntnisse. Und da muss man vielleicht eben auch ausmisten. Aber man hat das Gefühl, generell, jetzt sagen wir in unseren Gesellschaften, sehr viel Verständnis für Homosexuelle, ihre Rolle ist verbessert worden. Aber wenn so etwas aufkommt, wie jetzt im Vatikan, dann habe ich das Gefühl, da können andere Bischöfe oder bei gewissen Bischöfen sogar in der Schweiz. Eben, aber dann, wenn man von Schwulen geht, dass da vielleicht irgendwie Unterschiede doch negative Elemente mitschwingen? Ich glaube, sie schwingen eben primär mit, weil damit etwas
ja, für so ein Schlusszeichen Verbrecherisches passiert ist. Aber das ist auch nur passiert unter dem Druck von der Institution. Mhm. Also wenn es freiheitlich gehandhabt wird, muss man nicht irgendwelche anderen Sachen machen. Aber wie gehst du mit dieser Diskussion, Schwulengänge im Vatikan, zuckt da etwas in dir zusammen? Ja, logisch, dass es überhaupt so weit hätte können. Aber auch, dass das öffentlich so diskutiert wird? Nein, das finde ich nötig. Findest du das richtig? Und ich find's absolut nötig, dass es nicht nur diskutiert wird, sondern dass die Kirche auch die entsprechenden Massnahmen trifft. Mhm. Also, dass es nicht möglich ist, Kinder zu missbrauchen. Aber dazu braucht es eine andere Auswahl beim Personal. Okay. Nämlich eine Auswahl, die auch allen gesellschaftlichen Notwendigkeiten gerecht wird, heutzutage der modernen Gesellschaft gegenüber. Ältere Leute haben immer ein bisschen Problem mit ihrem Aussehen, man wird nicht schöner. Jetzt ist das Schönheitsideal in der Welt der Schwulen noch viel, viel stärker verankert als bei den Heteros etc. Ich glaube, es war einfacher, sich zu outen, damals, dass du schwul bist, als dass du dich outen würdest, dass du jetzt Botox hättest oder Targ-Fett hättest oder so. So weit würdest du, glaube ich, nie gehen, oder? In welchem Zusammenhang? Ich habe ein Interview gesehen von dir, wo immer, wenn die Fragen gekommen sind, hast du so hast dich einfach nie dazu geäussert. Wie wenn dort also die endgültige Schwelle überschritten wäre? Und die Frage lautet? Eben, würdest du zudem dich wahrheitsgetreu äußern? Weil die Frage wird immer wieder gestellt, sind jetzt die Haare gefärbt? Du sagst mir, ich bin im Sommer viel im Garten. Okay, Botox, was ist das, etc. Und darum frage ich dich, würdest du dich da dazu äußern? Es gibt gar nichts zum äußern. Meine Haare sind so wenig gefärbt wie deine. Vielleicht waren sie früher, aber jetzt werden sie langsam grau. Alles andere freuen wir uns doch über gewisse genetische Voraussetzungen. Okay, oder? Die genetischen Voraussetzungen. Danke vielmals, Kurt Eschbach. Sehr interessant. Ich glaube, der Bad Cop war heute auch noch ein bisschen anständig. Und der Good Cop hat ein paar gute Antworten gegeben. Herzlichen Dank. Es geht jetzt weiter mit der Tagesschau. Diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.